Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. In diesem Video handelt es sich um eine mysteriöse Reise in die Zukunft. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du kein Video mehr verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Och Mann, mir ist einfach so langweilig. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen kann. Schließlich habe ich schon alle Hausaufgaben erledigt. Vielleicht kann ich ein paar Chips essen. Jetzt ist mir immer noch langweilig. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde Mama fragen, ob sie mit mir spazieren geht. Vielleicht hat ja auch noch meine kleine Schwester Mia Lust mitzugehen. Das ist so eine gute Idee. Hallo Mama, hättest du Lust mit mir einen kleinen Spaziergang zu machen? Tut mir leid, Schatz. Ich muss jetzt ein bisschen arbeiten. Ich habe erst vor 10 Minuten angefangen. Oh Mann, aber mir ist so langweilig. Ruf doch deine beste Freundin an und frag sie, ob sie mit dir spazieren geht. Ach, ich weiß nicht so recht. Das ist wirklich gemein, dass du nicht mit deiner eigenen Tochter spazieren gehen willst. Schatz, ich habe doch gesagt, dass ich das gerne machen würde. Aber ich muss leider arbeiten. Ich verspreche dir, morgen machen wir es. Morgen habe ich auch keine Lust mehr. Nie hat Mama Zeit für mich. Ich glaube, ich gehe dann einfach alleine. Es interessiert sie doch sowieso nicht, wo ich bin. Ich komme ja dann auch wieder. Vielleicht kann ich mir ja ein Eis holen. Hier ist es wirklich schön. Hallo, ich möchte gerne ein Eis. Okay, eine Kugel macht 1 Euro. Tut mir leid, ich habe kein Geld. Darf ich trotzdem ein Eis haben? Oh, Kleines, das tut mir wirklich leid. Ohne Geld, kein Eis. Aber ich habe mich doch schon so gefreut. Okay, Kleines, für dich machen wir eine kleine Ausnahme. Aber bitte niemandem sagen, dass ich dir ein Eis ohne Geld gebe. Oh klar, vielen Dank, Sie sind die Beste. Welche Sorte? Schoko. Und dann noch so eine Schokostange. Bitte sehr. Dankeschön. Natürlich werde ich das niemandem sagen, dass ich ein Eis ohne Geld bekommen habe. Danke, Süße. Tschüss. Tschüss. Köstlich. Wow, ich würde jetzt voll gerne in diesem See schwimmen. Aber ich habe leider keine Badesachen. Schade. Kusch, kusch, komm mal her. Oh, hallo. Komm mal mit. Hä, wieso denn? Ich kenne dich doch gar nicht mal. Komm mit mir in den Busch. Nein, wieso sollte ich mit dir in den Busch kommen? Ich habe doch schon gesagt, dass ich dich nicht kenne, okay? Oh, doch. Ah, nein, bitte nicht. Hallo, doch. Rein mit dir. Wo bin ich hier? Tschüss. Oh nein, die Tür ist zu. Aber was leuchtet denn da hinten? Oh mein Gott, ich muss da hin. Es schimmert so wunderschön. Wow, das Leuchtende war ein Portal. Ich habe noch nie ein Portal gesehen. Und ich komme hier nicht mal mehr raus. Ich möchte es jetzt nicht sagen, aber der einzige Weg, um hier rauszukommen, ist durch das Portal zu gehen. Ich muss es wohl tun. Ah, es zieht mich rein! Hilfe! 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 Ah! Was passiert mit mir? Das war echt schlimm gerade eben.
Aber Moment mal, wieso bin ich so groß? Und wieso hört sich meine Stimme schon so erwachsen an? Was ist in dem Portal passiert? Und wie komme ich überhaupt hier wieder raus? Okay, willst du hier wieder rauskommen? Meine Mama ist da und sie hat gesagt, ich soll dich hier sofort rausholen. Leider, sonst hätte ich dich noch viel länger hier drin lassen können. Na hopp, komm raus. Okay. Hopp, schneller. Seltsames Kind. Okay, hier wohne ich. Ich hoffe, dass alles mit mir und Mama okay ist. Na dann, klopf ich mal. Na, da bist du endlich. Es gibt schon Essen. Mama, wieso bist du so alt? Schatz, wieso sagst du so etwas? Ja, weiß nicht. Du bist plötzlich so alt. Vorher warst du noch so jung und jetzt bist du alt. Schatz, du hast jetzt einen Tag Hausarrest. Ja, aber Mama, das war doch nur eine Frage. Soll ich auf 2 Tage verlängern? Nein. Na dann komm rein. Hier hat sich ja nichts verändert. Was redest du denn die ganze Zeit? Ich werde hier langsam echt sauer. Mia hat sich total verändert. Mia ist ja jetzt kein kleines Baby mehr. Hey, ich war noch nie ein Baby. Doch, Mia, das warst du. Du weißt doch, jeder verändert sich mal. Und jetzt ist Schluss. Iss erstmal dein Essen. Danke, Mama, so leckeres Essen. Oh, Nele, freust du dich schon auf deinen Ballettauftritt? Ballettauftritt? Hä? Ah, stimmt, ich bin ja im Ballett. Aber Auftritt? Mama, ein Ballettauftritt? Schatz, heute bist du ziemlich komisch drauf. Du hast doch erst gestern erfahren, dass sie in einer Woche einen Ballettauftritt vorführt. Ich gehe dann mal. Du, Nele, habe ich dir schon erlaubt aufzustehen? Nein, noch nicht. Aber momentan ist es sehr wichtig. Was ist denn so wichtig? Naja, ich bin durch ein Portal. Interessiert mich nicht. Mach deine Hausaufgaben. Was kann ich nur machen? Wieso sind jetzt alle älter geworden? Ich weiß, das hat irgendetwas mit dem Portal zu tun. Als ich durch den Portal gegangen bin. Och Mann, ich will nicht groß sein. Was ist, wenn ich an der Ballettaufführung verliere? Dann darf ich nie wieder zum Ballett gehen. Es muss doch irgendeinen Weg geben, wieder in die reale Zeit zurückzukehren. Moment, vielleicht, wenn ich einfach wieder durch den Portal zurückgehe. Aber zuerst muss ich den Ballettauftritt überstehen. Ich hoffe, ich schaffe das. Mama, bist du immer noch sauer? Ja, weil heute warst du einfach so komisch und wagst gar nicht rauszugehen. Aber Mama, ich muss rausgehen, weißt du? Ich übe nämlich für den Ballettauftritt. Ist das alles, was du machen willst? Ja, das ist wirklich alles. Gut, raus mit dir. Oh, wirklich? Danke, Mama. Bitte. Tschüss. Okay, ich werde jetzt für den Ballettauftritt proben und dann den Ballettauftritt durchführen. Und danach gehe ich wieder durch das Portal durch. In die echte Zeit. Maribel, du bist ja auch groß. Nele, was ist das denn für eine Frage? Klar bin ich auch groß. Wir beide. Also manchmal bist du echt komisch. Ach, du weißt nicht, was ich erlebt habe. Du kannst es mir sagen. Ist eine viel zu lange Geschichte. Es stimmt wirklich. Ich bin in die Zukunft gereist. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, ist in einer Woche der große Ballettauftritt. Man kann gewinnen, als auch durchfallen. Und in dieser Stunde dürft ihr eure Schwächen durchproben.
Und von dort an probten alle kräftig bis zur großen Ballettaufführung. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh doch, atme tief ein und aus. Besser? Ja. Hallo erstmal und herzlich willkommen zur diesjährigen großen Ballettaufführung. Seid gespannt, es wird brillant. Unsere guten Balletttänzerinnen zeigen euch, was sie drauf haben. Sie können gewinnen, als auch durchfallen. Ich wünsche euch allen viel Spaß und euch viel Glück. Wirklich gute Aufführung. Doch jetzt wird's spannend. Jetzt werden wir erfahren, wer gewonnen hat und wer durchfällt. Tut mir leid. Nein. Nele, alles okay? Du siehst geschockt aus. Ich darf niemals erfahren, ob ich gewinne oder durchfalle. Ich muss zum Portal. Um Himmels Willen, was für ein Portal? Kein Portal. Was? Naja, machen wir weiter. Also, Annika, durchgefallen. Nele, durchgefallen. Leila hat gewonnen. Das heißt, wir haben zwei Gewinnerinnen. Ich muss zum Portal. Das kann so nicht enden. Stopp, Nele, was machst du? Du hast noch gar nicht erfahren, ob du gewonnen hast oder durchgefallen bist. Nein, das kann ich nicht und will ich auch nicht erfahren. Aber warum denn? Ich bin nicht in der richtigen Zeit. Was? In Wirklichkeit bin ich 6 Jahre alt. Ich gehe jetzt zurück zum Portal. Stopp! Ich komm mit. Ja, aber Chrissy, du bist doch die Ballettlehrerin. Ich möchte erfahren, wieso du die ganze Zeit so komisch bist. Tut mir leid. Nele? Sie ist weg. Okay, ich gehe jetzt wieder da durch. Aber was ist, wenn es genauso schlimm wird? Okay, ich finde schon einen Plan. Schatz, jetzt bist du ja zurück. Das passt ganz gut, denn ich bin jetzt fertig mit der Arbeit und jetzt können wir gerne was zusammen machen. Oh Mama, ich bin so froh, wieder hier zu sein. Wie meinst du das? Du bist doch immer hier. Das klingt wie ein Traum, aber ich erzähle es dir zu einem anderen Zeitpunkt. In den nächsten Tagen irgendwelche Tests angekündigt bekommen? Nö, eigentlich nicht. Es wurde nichts angekündigt. Ja, aber Nele, du solltest trotzdem lernen, auch wenn ihr keine Tests habt. Denn stell dir vor, ein Lehrer macht einen unangekündigten Test. Ach Mama, sowas gibt es doch eigentlich nicht. Wir haben zwar neue Lehrer, aber das letzte Mal gab es keine unangekündigten Tests. Ich muss wirklich nicht extra dafür lernen.
Na gut, dann musst du ja Bescheid wissen. Guten Morgen, meine Lieben. Also, ich habe für euch heute eine kleine Überraschung. Denn wir schreiben einen kleinen Mathe-Test. Was? Mathe-Test? Davon haben sie uns doch gar nicht gesagt. Ja, ich bin gar nicht darauf vorbereitet. Ich möchte keine 6 in dem Test haben. Ich war doch immer so gut in Mathe. Gelten die Noten in dem Test? Ja klar, die Note, die spielt auch eine Rolle. Klar zählt die Mathearbeit mehr, aber der Test, der zählt auch schon ein bisschen. Also kurz gesagt, die Note spielt auch eine Rolle. Aber das ist unangekündigt. Ja, genau. Aber es kommt nur das dran, das wir in den letzten Unterrichtsstunden besprochen haben. Und die Zeit läuft. Was waren nochmal 6 plus 11? Nein, das ergibt keinen Sinn. Ach, ich verstehe das einfach nicht. Hätte ich bloß auf Mama gehört, was sie mit dem Lernen gesagt hat. Oh Mann, das war so schwer. Oh ja, ich bin gar nicht fertig geworden. Das wird keine gute Note geben. Ich glaube, ich habe alles falsch. So, guten Morgen, meine Lieben. Heute schreiben wir einen ganz kleinen Test. Und in diesem Test werdet ihr eine ganz kleine Geschichte schreiben. Das war früher mein Lieblingsthema. Test? Aber sie haben doch nichts angekündigt. Ja, aber wir haben doch im letzten Unterricht besprochen, wie man eine Person beschreiben kann. Und genau darüber macht ihr jetzt den Test. Oh nein, ich habe so gar keine Lust. Ich kann nicht Aufsätze schreiben. Das ist der schlimmste Tag. Was ist denn los? Überall haben wir nur unangekündigte Tests. Ja, das ist doch echt gemein. Wir haben in Mathe heute schon einen unangekündigten Test geschrieben. Und der ist bestimmt sehr schlecht gelaufen. Hört bitte auf, euch zu beklagen. Macht einfach den Test. Wenn ihr im letzten Unterricht gut aufgepasst habt, dann werdet ihr den Test super meistern. Oh Mann, ich kann mir vorstellen, dass beide Tests ganz schlecht gelaufen sind. Ach, immerhin haben wir jetzt aus. Ja, das ist viel besser so. Ich habe nur immer noch meine Zweifel wegen den beiden Tests. Ja, und ich erst. Lass uns einfach nicht drüber nachdenken. Ja, okay, machen wir. Am nächsten Tag. Lass uns reingehen. So, guten Morgen, Kiddies. Ihr kriegt jetzt eure Mathe-Testnoten. Oh, naja, ich dachte, sie wären besser. Ich verteile sie jetzt. Ich fange mit den schlechtesten an. So, Max? Wo ist Max? Hier. Bitte verbessern. Oh nein, eine 6. Ja, tut mir leid. Und Louis? Hier. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst dich auch ganz dringend verbessern. So, es gibt noch eine 6. Und die kriegt Nele. Wieso? Nele, ich hätte Besseres von dir erwartet. Und du kriegst die 4 minus. Das ist ja richtig nah an einer 6. Tut mir leid. So, Lissy, du hast eine 4 minus. Menno, meiner Mama wird es nicht gefallen. Naja, hättest du in den letzten Tagen besser aufpassen sollen. Leon, wo ist Leon? Hier. Bitte sehr. So, jetzt bleiben nur noch 2 übrig. Und zwar, unsere beiden waren Klassenbeste.
Klar, die Note ist jetzt nicht so gut, aber das sind die besten Noten, die es hier in dieser Klasse gab. Trotzdem bin ich sehr enttäuscht. Ich dachte, ihr würdet in meinem Unterricht aufpassen. Ich habe mich wohl getäuscht. In Zukunft möchte ich, dass ihr alle aufpasst. Denn wenn ihr nicht in der Schule aufpasst, dann kann das nur Schlechtes bringen. Oh nein, Mama hat mich davor gewarnt, dass manche Lehrer unangekündigte Tests schreiben. Und ich habe nicht auf sie gehört. Bestimmt wird sie wegen der schlechten Note ganz enttäuscht sein. Mir geht's genauso. Tschüss, Nele. Tschüss, ich komme dann später nach den Hausaufgaben hierher. Okay, ich bleib eh die ganze Zeit hier sitzen und genieße noch mein Essen, bis meine Mama von der Arbeit kommt. In Ordnung, bis später. Bis später. Oh, hallo. Na du, wir machen eine Wette. Bist du dabei oder flüchtest du, wie du das immer tust? Um was geht es denn? Also, wer am weitesten auf den Baum klettert, gewinnt. Ach, ich weiß nicht so recht. Willst du ein Feigling sein? Nein. Dann mach es. Na gut, ich bin nämlich kein Feigling. Also, Tim klettert auch. Das werdet ihr noch bereuen. Oh, das ist schon etwas hoch. Wenn du das nicht tust, dann bist du ein Feigling. Doch, ich mach's. Genau, und wie ihr sehen könnt, liegt da oben noch eine unbenutzte Kaugummipackung. Das bedeutet, der, der uns die holt, ist unser Held. Na dann, startet mal. Zuerst ich. Gut gemacht, Tim. Ey, das zählt nicht. Ihr habt ihm geholfen. Oh doch, das zählt. Tja, ich bin oben. Lass die Kaugummipackung noch oben, okay? Ja, klar. Na hopp, jetzt bist du dran. Okay. Na hopp, etwas schneller. Ich kann nicht so schnell. Oh doch, das kannst du. Seht ihr, ich hab's geschafft. Das denkst du wohl. Bitte was? Los, Leute. Ah! Aua, aua. Aua, mein Bein. Es tut so weh. Oh mein Kopf. Wieso habt ihr das getan? Ich kann nicht aufstehen. Au. Okay, tschüss. Leb wohl. Tschüss. Aua, wieso haben die das nur getan? Meine zwei Beine tun so weh. Ich kann kaum laufen. Oh, da ist ja ein Rollstuhl. Vielleicht kann ich mich fürs Erste da draufsetzen. Ich versuche überhaupt da drauf zu kommen. Vorsichtig. Ah, aua. Geschafft. Oh nein! Ist alles okay? Meine Beine tun so weh. Oh nein, du bist ja verletzt. Und wir wollten heute zusammen spielen. Und mit unserer Übernachtung wird das wohl auch nicht. Erzähl mir mal, was ist passiert? Also naja, diese drei Mobber da, die haben mit mir eine Wette abgeschlossen. Und zwar in der Wette, da sollte ich auf den Baum klettern und so eine richtig komische Kaugummipackung runterholen. Naja, und dann haben sie den Baum einfach so fest gewackelt, dass ich runterfalle. Ich rufe den Krankenwagen. Okay, vielen Dank, Nele. Du bist meine Rettung. Hallo Mama, wir haben zwei unangekündigte Tests geschrieben.
und ich habe schlechte Noten bekommen. Ich meine, war ja auch blöd, dass die Tests nicht angekündigt waren. Sei mir bitte nicht böse. Habe ich dir doch gesagt, aber du wolltest lieber was anderes machen. Ja, ich weiß. Nächstes Mal passe ich auf. Gut, das erwarte ich auch von dir. Du, Nele, ich gehe heute zum Shoppingcenter Kleider für deine Schwester Mia kaufen. Mach bitte alle deine Hausaufgaben. Ich weiß, du hast vorhin schon ein paar gemacht, aber du hattest noch ein bisschen auf. Es dauert auch nicht lange, bis ich komme. Okay, Mama, kaufst du uns vielleicht was Leckeres für den Abend? Ja, klar, mach ich. Oh Mann, was für ein beschissener Tag. Alles geht schief. Wenn ich nur etwas dagegen machen könnte. Vielleicht in die Vergangenheit reisen und alles verhindern. Was rede ich da? Das geht bestimmt nicht. Ich mache jetzt noch meine Hausaufgaben zu Ende und dann gucke ich ein bisschen Fernsehen. Hallo, gut, dass ihr eingeschaltet habt. Im Shoppingcenter ist ein Brand entfacht. Laut Augenzeugen ist das Feuer in der Küche entfacht. Oh nein, Mama und Mia sind im Shoppingcenter! Was für ein Katastrophentag! Ich muss in die Vergangenheit reisen. Ich hoffe, dass das Portal noch da ist. Am besten nehme ich meinen Schuhranzen mit. Okay, die Hausaufgabe, den Bleistift. Okay, passt. Ich muss einiges verhindern. Die schlechten Noten, die Verletzung von meiner besten Freundin und dann muss ich am nächsten Tag verhindern, dass meine Mutter zum Shoppingcenter geht, in dem es brennen wird. Ich habe mir viel vorgenommen. Ob das klappen wird? Es wird schon klappen. Ah, hier ist es, zum Glück. Okay, heute ist der 7. Oktober. Ich muss also in das 5. Oktober reisen. Ich hoffe, dass das Portal mich dahin bringt, wo ich will. Liebes Portal, bring mich bitte 2 Tage zum 5. Oktober in die Vergangenheit zurück. Okay, es wird klappen. Ja, ich hoffe, es klappt. Ja. Ob es geklappt hat? Ich probiere es gleich mal aus. Hallo, Entschuldigung. Ja? Welches Datum haben wir heute? Wir haben heute den 5. Oktober. Oh ja, hat geklappt. Was hat denn geklappt? Gar nichts. Okay, tschüss. Tschüss, danke nochmal. Bitte. So, guten Morgen. Heute habe ich eine kleine Überraschung für euch. Denn wir schreiben einen kleinen Mathe-Test. Was? Aber der ist unangekündigt. Ich war doch immer so gut in Mathe und jetzt werde ich ganz schlecht sein. Das können Sie uns nicht antun. Wenn ihr die letzten Tage im Unterricht gut aufgepasst habt, dann werdet ihr bestimmt gut im Test sein. Und die Zeit läuft. Oh nein, ich verstehe das alles nicht. Hä? Hier, du kannst abschreiben. Wieso bist du denn nicht so gestresst? Ach, ist eine sehr lange Geschichte. Dafür haben wir gerade keine Zeit. Hier, du kannst wirklich abschreiben, ich bin fertig. Wirklich? Du bist meine Rettung. Bitte sehr. Danke, Nele, dass ich bei dir abschreiben durfte. Das war wirklich lieb von dir. Bitte, dafür sind Freunde doch da. Weißt du was? In Deutsch werden wir auch noch einen Aufsatz schreiben müssen. Was? Glaube ich nicht. Wirst du sehen. Kannst du in die Zukunft sehen oder so? Vielleicht. Lass uns also kurz drüber schauen, wie man überhaupt einen Aufsatz schreibt. Komm mit. Okay. Okay, also schau, wir werden eine Personenbeschreibung schreiben. Und woher weißt du das? Ich weiß es halt. Also, guten Morgen. Heute schreiben wir einen kleinen Deutschtest. Nele, du hattest ja wirklich recht. Du solltest immer auf deine beste Freundin hören.
In dem Test schreibt ihr bitte eine Personenbeschreibung. Ihr könnt dann auch gleich sofort starten. Wenn ihr in den letzten Tagen gut in Deutsch aufgepasst habt, dann werdet ihr die Personenbeschreibung schon gut meistern. Am nächsten Tag. So, guten Morgen, Kiddies. Heute kriegt ihr euren Mathe-Test zurück. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Dann teile ich sie mal aus. Wow, ich habe eine 2. Und ich eine 1+. Ich kann's nicht glauben. Mega starke Leistung. So, meine Lieben, ich habe heute eure Aufsätze dabei. Ich sag mal, sie sind okay gelaufen. Bitte sehr, Nele. Yay, eine 2. Ich bin glücklich. Oh, danke, Nele, du hast uns gerettet. Bitte, das mache ich doch gern. Wir treffen uns später, oder? Ja. Los, sonst bist du ein Feigling. Ja, okay, ich mach's ja schon. Stopp, Mirabelle, hör auf! Nele! Wenn ihr nicht aufhört, dann wird Mirabelle vom Baum fallen und sich verletzen. Und ihr bekommt Ärger! Ja, okay. Kein Grund, so auszurasten. Tschüss. Danke, Nele. Du bist heute irgendwie wie ein echter Schutzengel. Du hast mich gerettet. Dafür sind Freunde doch da. Als Dankeschön lade ich dich zum Eis ein. Komm mit. Oh ja, ich habe jetzt voll Lust drauf. Vielen Dank für das Eis. Oh, mein Handy klingelt. Nele, wo steckst du? Ich mach mir total Sorgen. Ich bin mit Mirabelle im Park. Entschuldigung, ich habe es dir vergessen zu sagen. Okay, ich gehe zum Shoppingcenter mit Mia. Brauchst du etwas? Nein, aber Mama, geh nicht dorthin. Es wird dort brennen. Was? Nele, spinnst du? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich gehe jetzt. Bis später, Nele. Oh nein, sie hat aufgelegt. Es wird im Shoppingcenter brennen. Weißt du das davon, wie du das auch mit Mathe und Deutsch wusstest? Ja, dann glaube ich dir. Wie kann ich Mama retten? Ich habe einen besseren Vorschlag. Lass uns doch alle retten. Nicht nur deine Mama. Du bist ein Genie, Mirabelle. Vor lauter Aufregung und Angst bin ich nicht auf die Idee gekommen. Ich fühle mich schlecht, weil ich nur Mama retten wollte. Ist doch egal. Den Brand werden wir bestimmt nicht verhindern können. Aber wenn wir die Feuerwehr hinschicken, bevor der Brand außer Kontrolle kommt, dann passiert gar nichts. Mega Idee, dann rufen wir gleich bei der Feuerwehr an. Oh ja. Wir melden einen Brand im Shoppingcenter. In der Küche soll es nämlich brennen. Ihr wisst doch, dass man damit keine Späße macht. Denn deine Handynummer wird bei mir angezeigt. Also, wenn das nur ein Scherz ist, dann werdet ihr richtig Ärger haben. Nein, das ist wirklich kein Scherz. Es ist voll ernst. Okay, wir machen uns auf den Weg. Wie heißt du denn überhaupt? Ich heiße Nele. Seid ihr auch im Shoppingcenter? Ja, wir sind vor der Tür vom Shoppingcenter. Gut, jetzt machen wir uns wirklich auf den Weg. Oh nein, jetzt müssen wir ganz schnell zum Shoppingcenter gehen. Zum Glück sind wir hier in der Nähe. Ja, los, komm mit. Okay, wo brennt es? In der Küche. Aber Moment, alle Leute sind hier ruhig. Seid ihr sicher, dass es hier Feuer gibt? Ja, der Koch ist bestimmt gerade damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Wir sind ja noch nicht in der Küche. Das ist der erste Brand, bei dem es hier in einem Shoppingcenter ganz ruhig ist.
Sonst rennen alle Leute immer weg und dann verletzen sie sich. Ah, ihr hattet doch recht. Da hinten ist Rauch. Ja. Dann lass uns schnell hingehen. Oh, die Feuerwehr. Oh Mann, euch hat bestimmt ein Engel geschickt. Ihr kommt gerade richtig. Bitte helfen Sie mir. Ja, da müssen Sie sich bei diesem Mädchen hier bedanken. Denn ohne sie wäre es hier zu einer Riesenkatastrophe gekommen. Oh, vielen Dank. Und vielen Dank euch zwei. Bitte, haben wir doch gerne gemacht. Nele, was machst du hier? Geh sofort weg von hier. Oh, Sie müssten aber sehr stolz auf Ihre Tochter sein. Sie hat uns rechtzeitig zum Brand angerufen. Nele, woher weißt du, dass es hier gebrannt hat? Ach Mama, das besprechen wir, wenn wir zu Hause sind. Ja, da bin ich sehr gespannt, denn in der letzten Zeit erzählst du sehr komische Sachen. Zum Beispiel, dass du wieder froh bist, hier zu sein oder so. Ja, Mama, das hat doch etwas damit zu tun. Oh ja, das wird bestimmt sehr spannend sein. Kaum zu glauben. Darf Mirabelle mit nach Hause kommen? Denn sie weiß einiges. Ich habe ihr schon ein bisschen erzählt. Na klar, darf Mirabelle mit nach Hause gehen. Tschüss und danke fürs Feuerlöschen. Tschüss. 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 Danke euch zwar nochmal. Bitte, bitte, bitte. So, ich dachte mir, heute gibt es selbstgemachte Burger. Oh ja, Mama, ich liebe deine selbstgemachten Burgers. Und dürfen wir dabei helfen? Natürlich, deswegen kaufen wir jetzt erstmal die Zutaten für die selbstgemachten Burgers ein. Ja! Ihr habt mir wirklich so gut geholfen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, total, Mama. Freut mich. Das ist uns sehr gut gelungen. Mirabelle, wie findest du's? Ja, ich freue mich, das jetzt zu essen. Ich habe schon sehr großen Hunger. Na gut, Nele, dann musst du mir jetzt erzählen, was passiert ist. Also, naja, es war so. Ein Junge habe ich im Park getroffen, als du gearbeitet hast und keine Lust hattest, mit mir spazieren zu gehen. Da dachte ich, ich gehe einfach alleine. Und dann habe ich umsonst ein Eis gekriegt. Bis dahin war es noch sehr toll. Aber dann kam so ein richtig böser Junge und der hat mich mit in seinen Busch gezogen oder so. Der war wirklich gemein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja, und dann hat er mich in so eine Höhle eingesperrt und da kam ich nicht mehr raus. So, in der Höhle habe ich dann etwas Funkeln und Glitzerndes gesehen. Und dann wollte ich da natürlich hin. Und dann, jetzt glaubt ihr es nicht, sah ich ein Portal. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und da dachte ich, der einzige Weg, da rauszukommen, ist durch das Portal zu gehen. Dann habe ich das natürlich gemacht. Und das hat mich in die Zukunft gebracht. Aber in der Zukunft war es wirklich nicht toll. Aber ich will euch nichts von der Zukunft verraten. Das kann nämlich nicht gut enden. Und von dort an kann ich immer, wann ich will, durchs Portal hin- und zurückreisen. Eigentlich, wenn man das so hört, ist es total toll. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange das Portal dort bleiben wird. Deswegen muss ich aufpassen, wenn ich in eine andere Zeit reisen möchte. Nämlich, falls ich zum Beispiel in der Zukunft bin und dann das Portal verschwindet, das wäre kritisch. Dann stecke ich nämlich in der Zukunft fest. Deswegen reise ich nur in Notfällen. Nele, bist du dir sicher, was du erzählst?
Ja, Mama, natürlich bin ich mir sicher. Frag doch Mirabelle. Denn ich wusste genau, dass wir 2 unangekündigte Tests in Mathe und Deutsch schreiben. Und natürlich wusste ich dann auch, was in den Tests vorkommt. Und ich wusste, dass Mirabelle sich ganz stark verletzen wird. Weil die 3 Mauer den Baum so bewegen, dass sie dann runterfällt. Und das konnte ich ebenfalls verhindern. Sie war wie ein Schutzengel für mich. Dazu wusste ich auch, dass es im Shopping Center brennen wird. Ich konnte alles verhindern, weil dies in der Vergangenheit, in der ich war, auch schon passiert ist. Das ist ja richtig verrückt. Oh ja, wirklich. Und kannst du bestimmen, an welchen Tag du zurückreist? Also in die Vergangenheit kann ich das bestimmen, aber in die Zukunft glaub nicht. Und dazu ist es gefährlich, weil stell dir vor, ich reise in die Zukunft und dann gibt es kein Portal mehr. Oh ja. Aber habt ihr vielleicht einen Wunsch? Denn wir können irgendetwas in der Vergangenheit nicht geschehen lassen. Aber Nele, das ist auch sehr gefährlich. Denn manchmal, wenn man etwas in der Vergangenheit ändert, hat das Auswirkungen auf die Zukunft. Oh ja, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ich wollte nämlich nur das in Ordnung bringen, was schiefgegangen ist. Okay, lasst uns den Portal zusammen anschauen. Okay. Jetzt können wir los. Wow, es sieht wirklich toll aus. Der Wahnsinn, Nele. Oh, mein Telefon klingelt. Ah, hallo Nadia, ja. Ja, klar. Ja, wir müssen das... Ja, klar. Okay, geht's? 5 Minuten, denn ich bin gerade beschäftigt. Ja, okay, wenn es wichtig ist, okay. Nele, ich gehe schon vor, denn ich bin so gespannt. Okay, du weißt ja, wo wir sind. Ja. Wow, cooler Ort, aber hier ist kein Portal. Nele, komm mal, das Portal ist schon weg. Wow, das Portal funktioniert nur, wenn Nele da ist. Hast du ein Glück? Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Wie wäre es, wenn wir 50 Jahre in die Zukunft reisen? Oh nein, da mache ich nicht mit. Ich habe zu viel Angst. Nein, Nele, das machen wir nicht. Es ist zu gefährlich. Aber es interessiert mich wirklich, wie die Welt in 50 Jahren aussieht. Na gut, aber nur für 5 Minuten. Denn danach kommst du hier wieder zurück und dann kannst du uns alles über die Zukunft erzählen. Okay, alles klar. Und wenn ich zurückkomme, dann können wir alle zusammen für 2 Jahre in die Vergangenheit reisen. Das wird vielleicht Spaß machen. Na dann, viel Spaß. Dankeschön, Mirabelle. Wuhu, es geht los! Yay! Zukunft, ich komme! Wow, wo bin ich hier? Und wie sehe ich aus? Du bist in der Welt. Ha, spricht gerade ein Roboter mit mir? Du bist gemein. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin noch nicht an Roboter gewöhnt. Du bist seltsam. Du siehst nicht jung aus, sondern komisch. Hey, das ist echt gemein. Ihr seht auch komisch aus. Das stimmt nicht. Doch, es stimmt wohl. Hallo. Hey, so spricht man nicht mit unseren Robotern. Woher kommst du? Ich glaube, ich muss weg hier. Oh mein Gott. Roboter, fliegende Autos, seltsame Kreaturen. Kann das noch schlimmer werden? Tut mir leid, Freunde. Es war wirklich sehr schön mit euch. Ich muss jetzt aber auch weiter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Man sagt hier kein Tschüss. Hier ist man anständig und sagt, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ist es nicht etwas zu lang? Okay, tschüss. Das ist echt ein seltsames Mädchen. Oh. Ja. Tot
Robotern. Vor allem ihre Kleider. Ich weiß nicht, woher sie kam, aber bestimmt aus einem komischen Land. Denn sie ist selber komisch. Und wie war's? Endlich wieder da. Hä? Wie war's denn? Ihr könnt es nicht glauben. Dort, wo ich war, gab es so viele Roboter zu sehen. Und fliegende Autos. Und echt böse Menschen. Dann wollte ich einfach nur weg. Ist auch gut so. Wenn die Menschen so weitermachen, dann wird es auch irgendwann in der Zukunft passieren. So wie du erzählt hast. Ja, ich hoffe nicht. Okay, lass uns jetzt 2 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Okay, machen wir. Wow, Nele, bist du dir auch ganz sicher, dass das funktioniert? Ja, klar, Mama, ich habe das schon oft gemacht. Juhu! Ab in die Vergangenheit! Oh nein, es hat zwar geklappt, aber Mia ist weg. Was ist passiert? Oh nein, nicht, dass wir Mia für immer verloren haben. Nele, was könnte passiert sein? Ah, meine Stimme. Mama, alles wird gut. Es ist nichts passiert. Vor 2 Jahren gab es doch keine Mia. Da warst du doch noch nicht auf der Welt. Oh nein, es ist mir viel zu gefährlich. Lass uns bitte sofort zurück. Ich mache mir so Sorgen. Nicht, dass wir Mia im Portal verlieren. In Ordnung. Ja. Hoch, Mia, komm her. Oh Mia, Gott sei Dank bist du hier. Nele, das ist hier so gefährlich. Wir dürfen das nicht mehr machen. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Das ist echt traurig. Oh, schaut mal. Irgendwas stimmt mit dem Portal nicht. Oh, oh nein. Das Portal ist weg. Jetzt kann ich nichts mehr ändern. Hey, Nele, lass deinen Kopf nicht hängen. Es ist auch gut so. Jetzt muss ich mir deswegen keine Sorgen mehr machen. Ja, Nele, alles wird gut. Ja. Okay, dann lass uns jetzt nach Hause gehen. Nele, ich habe vorhin Mama gefragt und ich darf übernachten. Oh ja, ich freue mich so darauf. Wenn du bei mir übernachtest, dann denke ich gar nicht mehr an das Portal. Ja! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video!